Das hier sind die verrücktesten El Gran Maha Animationen, die ich im Internet gefunden habe. Es sind lustige dabei, aber auch traurige und sehr spannende. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn ihr werdet nicht glauben, was für coole Animationen ich gefunden habe. Und wir starten auch schon hier mit Mega El Gran Maha vs. Godzilla Erde. Und ich bin sehr gespannt. Gerne auch ein Like da lassen, Freunde, und abonnieren nicht vergessen für mehr solche Videos und beim Original vorbeischauen. Sollen wir gucken mal rein, Freunde, hier. Was geht hier ab? El Gran Maha vs. Godzilla. Godzilla kennen wir, denke ich mal, alle. Und ich bin sehr gespannt auf die coole Animation. Oh mein Gott. Okay, wir haben hier Erd-Godzilla am Start. Also Earth-Godzilla. Und jetzt gleich müsste hier auch El Gran Maha herauskommen. Und wir sehen hier, oh mein Gott. Ja, El Gran Maha sieht hier auf jeden Fall schon sehr brutal aus. Und ich bin gespannt, weil das sind natürlich auch zwei Giganten, die hier gegeneinander antreten. Wer von beiden hier gewinnen wird. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht einschätzen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein sehr, sehr knapper Kampf werden könnte. Oh, 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 oh. Wir sehen... Ja, ich meine, unter Wasser fühlt sich El Gran Maha ja eigentlich wohl, ne? Muss man auch dazu sagen. Oh, ich hau ihn jetzt mit dem Schwanz um. Weil theoretisch so, Wasser ist ja eher so das Gebiet von El Gran Maha als von Godzilla. Oh, jetzt benutzt die Godzilla eine krasse Attacke. Bam! Bekommt so einen fetten Strahl ab. Kann perfekt ausweichen, kommt unter Wasser und haut ihn voll weg. Ja, das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Oh, aber auch Godzilla kann natürlich auch sehr, sehr starke Schläge austeilen und wirft den jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg. Wie so ein Gegenstand. Oh mein Gott, aber El Gran Maha beißt ihn jetzt. Er holt ihn volle Kanne unter Wasser. Oh ja, da hat Godzilla natürlich jetzt schlechtere Karten. Weil El Gran Maha natürlich unter Wasser total in seinem Element ist. Aber ich glaube nicht, dass Godzilla so einfach aufgeben wird, um ehrlich zu sein. Denn auch Godzilla kann ja unter Wasser anscheinend tauchen oder schwimmen. Oh, hier schon wieder seine Spezialattacke. Oh. So eine Schockwelle mit dem Schwanz hinterlassen und... Was? Hat der El Gran Maha umgebracht? Oder was war das jetzt? Also anscheinend... Es gibt noch mehrere El Gran Maha hier. Der hat einen geschafft zu töten, aber nicht alle. Und jetzt wird hier das Ganze nochmal ein bisschen aufgefrischt. Denn wir sehen, jetzt haben wir hier wieder Godzilla am Start. Allerdings haben wir diesmal Shin Godzilla am Start. Das ist nochmal eine sehr, sehr spezielle Variante. Und da können wir uns jetzt auch auf irgendwas gefasst machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Okay. Shin Godzilla gegen El Gran Maha. Also ich kenne mich nicht so mit Godzilla aus, aber Shin Godzilla soll wohl nochmal eine ganz andere Version sein. Also Shin Godzilla jetzt, wie gesagt. Und das sieht mir aus wie ein Godzilla-Baby und die Godzilla-Mutter. Weiß nicht, würde ich jetzt mal vermuten hier, ne? Ich glaube, Shin Godzilla könnte das... Ist quasi die Version vom... Die Baby-Version, maybe, vom Godzilla. Oh, und wir sehen hier, El Gran Maha isst einfach mal einen Hai auf zum Frühstück. Zumindest sieht so aus. Okay, und Shin Godzilla treibt sich, ich denke, wie gesagt, es ist Shin Godzilla, treibt sich jetzt hier auch unter Wasser um. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie groß ist Shin Godzilla im Verhältnis? Er brüllt jetzt natürlich, ne? Oh, aber kann sich noch im letzten Moment retten. Okay, aber er lässt jetzt natürlich nicht locker. Oh, aber der ist sehr alter im Verhältnis, der ultra klein. Ist das wirklich Shin Godzilla? Ich weiß es nicht. Weil das wäre ja schon irgendwie echt unfair, der Kampf. Boah, er wird... Dieser Mini-Godzilla wird auf jeden Fall volle Kanne vom Schwanz erwischt von El Gran Maha. Oh, das wird wahrscheinlich Shin Godzilla sein. Das wird wahrscheinlich Shin Godzilla sein. So einen lilanen Strahl hat er jetzt abgefeuert. Ja. Jetzt hier mal ein paar faire Verhältnisse, ne? Nicht hier gegen kleine Babys ankämpfen, Kollege. Ja, wir sehen, El Gran Maha ist trotzdem nicht abgeneigt zu kämpfen. Und wir sehen auch Godzilla oder Shin Godzilla,
wenn es das hier, ich denke mal, das müsste schon Godzilla sein, ist trotzdem im Verhältnis deutlich kleiner. Oh. Und ja, unter Wasser ist natürlich El Gran Maha deutlich flinker unterwegs als jetzt Shin Godzilla. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ich glaube, auch Shin Godzilla hat hier keine Chance. Nein, was? El Gran Maha hat ihn einfach mal verspeist. Das hätte ich nicht gedacht. El Gran Maha ist wirklich ein sehr, sehr starkes Wassermonster. Wir haben es gesehen. Aber was jetzt passiert ist mit dem Baby Godzilla? Oh mein Gott, warte mal. Das ist Bloop. Den haben wir schon am Anfang der Animation gesehen. Aber anscheinend hat Shin Godzilla El Gran Maha volle Kanne zerfetzt durch seine Strahlenattacke. Wir sehen es hier nochmal. Oh mein Gott. Ja, und da kommt sogar Shin Godzilla nochmal herausgeschwommen. Das heißt, wir haben doch ein Happy End. Ich dachte, ehrlich gesagt, El Gran Maha hat auf jeden Fall Shin Godzilla besiegt. Aber wir sehen auch hier, das Ganze hat Spuren hinterlassen. Und hier, ich weiß jetzt nicht, das ist... Ja, war das jetzt nur... Achso, jetzt waren die wieder am Land, okay. Okay. Da schwimmt irgendwie so ein Arm herum im Wasser. Crazy. Was geht hier ab, Freunde? Das war unerwartet. Okay, und es geht auch noch weiter hier im Kontext. Ich habe noch eine weitere coole Animation hier gefunden. Und wir sehen hier, das ist die dunkle Variante von El Gran Maha. Und irgendwie sieht das aus wie so eine Art... Also so eine Godzilla-El Gran Maha-Variante hier. Auch was sehr, sehr außergewöhnliches. Und jetzt kämpft einfach mal Erdgodzilla gegen den dunklen El Gran Maha. Und El Gran Maha hat hier sogar eine Fähigkeit als Godzilla bekommen. Und zwar kann irgendwie so, ich weiß nicht, sowas, irgendwie so eine komische Gift, so Giftspucken sah das jetzt zumindest aus. Und wir sehen hier, Erdgodzilla wird volle Kanne erledigt. Aber Erdgodzilla hat noch den Schwanz als geheime Attacke anscheinend. Oh, und benutzt schon wieder die Schockwelle. Die hatten wir ja schon gerade gesehen. Das war... Oh. El Gran Maha, beziehungsweise die dunkle El Gran Maha Kajitsu-Variante hieß die, glaube ich. Hat jetzt einen Arm weniger. Oh, und wir sehen... Er holt jetzt weitere El Gran Mahas zur Hilfe. Alter, ja, und diese Schockwelle haut einfach mal alle El Gran Mahas weg. Schaut euch das mal an. Das ist heftig. Das ist heftig. Also wir sehen, dass El Gran Maha sich auf jeden Fall nicht einfach so geschlagen gibt, ne? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, was macht der Erdgodzilla? Der läuft anscheinend einfach nur weg. Ist der ernst? Einfach weglaufen? Aber er kommt aus dem Hinterhalt. Aber er spürt es und haut... Was? Oh, den nächsten... Oh mein Gott, der hat die dunkle El Gran Maha-Variante so zerschmettert. Der hatte ja wirklich gar keine Chance. Warte mal. Habt ihr es gesehen? Der wird aufgegessen. Hier geht es nochmal weiter mit einem sehr, sehr interessanten Video. Und zwar El Gran Maha versus Julia Beast oder Julia Beast ist ein anderes Wassermonster. Genau, vorbeischauen beim Originalvideo, Freunde. Und wir gehen rein und gucken mal, wer hier die Nase vorne hat. Und ja, wie gesagt, El Gran Maha und Julia oder Julia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und hier sehen wir El Gran Maha. Aber auch eine sehr, sehr spezielle Darstellung von El Gran Maha. So ein bisschen rot beschmückt. Okay, jetzt schwimmt hier anscheinend ein Fisch unter Wasser. Das ist weder Julia noch... oder ist Julia? Oder El Gran Maha? Oh ja, Leute, das ist aber Julia Beast. Okay. Und wir sehen jetzt hier El Gran Maha. Oh mein Gott, El Gran Maha ist ja so viel kleiner im Verhältnis. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, der wurde schon angegriffen. Oh mein Gott, und der ist zur Hälfte schon aufgegessen worden. Was? Moment mal ganz kurz. Was ist denn hier passiert? Die haben einfach mal El Gran Maha in zwei Teile zerteilt. Das ist wohl irgendwie so eine
verbesserte Variante von El Gran Maha, die jetzt hier gegen Julia oder Julia kämpft. Ich weiß nicht, also ich glaube, dadurch, dass die bessere Variante ist, könnte El Gran Maha hier das Rennen machen, obwohl wir sehen schon, er hat schon wieder ein bisschen von ihm gegessen. Oh, aber er auch. Das ist Nehmen und Geben, ne? Der eine isst den anderen auf. Die Frage ist nur, wer wird schneller sein? Oh, der hat schon ein bisschen abgebissen, sehe ich gerade. Aber er hat auch ein bisschen abgebissen. Oh, das sieht für beide Seiten hier gar nicht gut aus. Ja. So wirklich was gewonnen haben die bislang noch nicht. Oh. Ich glaube, Julia Beast ist doch besser. Julia Beast ist, glaube ich, doch besser. Oh mein Gott, was war das denn für eine heftige Gestalt? Das war, glaube ich, sogar Julia Beast. So, und jetzt geht's hier weiter mit... mit Godzilla wieder? Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Godzilla damit zu tun hat, aber Godzilla treibt sich anscheinend in den Bergen herum. Ach, Godzilla geht jetzt quasi schwimmen. Ich verstehe. Und nicht, dass Godzilla jetzt einfach aufgegessen wird auf dem Meer oder im Wasser. Jetzt geht er irgendwie runter unter Wasser. Oh, lol, schaut euch mal an, da ist Godzilla einfach mal auf Julia oder Julia Beast drauf. Und hier kämpft El Gran Maha versus Godzilla versus Bloop. Also das könnte auch nochmal sehr, sehr interessant werden. Okay, wir sehen hier, das müsste El Gran Maha sein. Ja, wir sehen es hier. Uiuiui. Ui, ui. El Gran Maha schnappt sich hier das erste Wassermonster. Hier sehen wir aber auch Bloop. Bloop und El Gran Maha sind auf jeden Fall sehr, sehr krasse Wasser- oder Seemonster. Okay. Und wir sehen hier. Uiuiui. Die zwei Giganten treffen auf jeden Fall aufeinander. Ah. Bloop und El Gran Maha, wer von den beiden gewinnt hier in dieser Animation? Das ist die Frage. Und Godzilla kommt natürlich noch dazu. Godzilla schießt einfach nochmal einen Strahl dazwischen. Wenn zwei sich streiten, freut sich quasi der Dritte. Oh ja, schaut euch das an. Aber, oh, okay, El Gran Maha beißt daneben. Aber bekommt jetzt nochmal einen Schlag ab. Ui, 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 ui. Da sehen wir auch, was für eine Power nochmal Godzilla einfach am Start hat. Okay, jetzt wird hier nochmal die Landperspektive gezeigt. Da sehen wir auch nochmal, wie gigantisch groß hier Godzilla dargestellt wird. Und Bloop auch nochmal über Wasser gerade. Hä? Moment mal ganz kurz, das ist doch El Gran Maha, oder? Okay. Oh, und er schießt jetzt wieder seinen Powerstrahl auf El Gran Maha drauf. Ja, das wird knapp. Das wird eine knappe Sache. Schaut euch das mal an. Boom, haut er ihn weg. Das ist crazy, Leute. Das ist wirklich crazy. Oh, jetzt kommt El Gran Maha von der Seite und nimmt Godzilla. Und haut ihn gegen einen Stein. Ob das jetzt das Aus war von Godzilla, ich weiß es nicht. Sieht jetzt so aus, als hätte Godzilla nochmal einen Restfunken-Power. Wobei, nee, ich glaube, das war's mit Godzilla. Godzilla wird von El Gran Maha aufgegessen. Aber kann sein, dass er ihn auch wieder von innen mit seinem Strahl angreifen wird. Und es tut sich zumindest was von innen. Ja, der Strahl haut ihn jetzt natürlich in alle. Oh ja, der Strahl hat ihn komplett zerfetzt. Der hätte lieber Godzilla nicht aufessen sollen. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Schaut euch das an. Hier nochmal El Gran Maha gegen einen Sandwurm. Oh, wir hatten jetzt hier schon ganz viele coole Kämpfe am Start. Deswegen bin ich natürlich auch gespannt, wer hier gewinnt. Der Sandwurm oder El Gran Maha. Das heißt, glaube ich, das ist, glaube ich, einfach ein Wal. Und das ist der Sandwurm. Der kämpft jetzt gleich, wie gesagt, gegen El Gran Maha. Schaut euch mal an, das Verhältnis. Und dieser Sandwurm ist wirklich gigantisch groß. Und der verfolgt jetzt einfach mal El Gran Maha. Alles klar. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Die Haie schwimmen auf jeden Fall davon. Was geht hier ab? Was geht hier ab?
Oh. Also der Sandwurm, der... Der scheint hier auf jeden Fall auch ordentlich anzugreifen unter Wasser. Das ist, glaube ich, also müsste ja unter Wasser sein, wenn da Haie sind, die schwimmen. Ich dachte nämlich erstmal, okay, so ein Sandwurm hält sich ja wahrscheinlich im Sand auf, aber das ist wohl anders hier. Der treibt sich wohl im Ozean herum und greift unschuldige Haie an. Bis gleich, ne? Bis gleich. Denn gleich kommt natürlich noch El Gran Maha zum Einsatz. Und hier sehen wir wieder einen Wal, der einfach mal herausspringt aus dem Wasser und wieder hereinspringt. Und das ist El Gran Maha. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Und ich glaube, der Wal wurde von El Gran Maha aufgegessen. Oh, hier sehen wir den nächsten Wal. Oh, und der Sandwurm, der hat ihn jetzt auch aufgegessen. Das hat man jetzt eindeutig gesehen. Aber El Gran Maha hat es auch gesehen. Und die werden jetzt wahrscheinlich so darum kämpfen, wer quasi die aufessen darf. Ein Kampf der Giganten quasi. Ja, nochmal einen Kampfschrei lässt jetzt der Sandwurm da, ne? Lass mal in Beute. Ja, und das war's? Okay, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Das war's? Hä? Okay. Also man hat jetzt hier gar nicht so viel gesehen, Freunde. Ich würde aber sagen, Freunde, wenn ihr mehr El Gran Maha Animationen sehen möchtet, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, dann weiß ich Bescheid und dann gibt's die auch. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.